Hi, liebe Nation, ich habe heute Post gekommen und ja, ich wollte euch mal zeigen, was da drin ist. Ihr wisst ja, ich restauriere so ein bisschen Masters of the Universe-Figuren und ja, ich zeige euch mal eben, was drin ist und dann gucken wir mal, was wir draus machen. Diesen Herrn sollte man kennen, ne? Der Zustand lässt etwas zu wünschen übrig, wie ich sage. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, aber irgendwie der irgendwo verbuddelt war. eBay halt, ne? Aber das konnte man auf den Bildern schon so ein bisschen erahnen. Darum ging es mir auch nicht. Aber ich glaube, das Schwert ist auch ein bisschen. Naja. Da ist das zweite. Also vollständig ist er. Ich glaube, wenn man ein bisschen, wenn man ihn ein bisschen sauber macht. Wir schauen mal. Ja, gewaschen ist er jetzt. Ein kleiner Tipp noch, falls man mal so krumme Waffen hat. Diese hier. Ja, schnappen Sie halt ein bisschen heißes Wasser. Und schmeißt die Teile da kurz rein, aber wirklich nur sehr kurz. Ja, das reicht eigentlich schon. Dann wird das Plastik sehr weich und dann kann man sich die Klamotten wieder gerade biegen. Ja? Also recht einfach. Das ist schon fast zu lange. Also ihr müsst ja echt vorsichtig sein, wenn das zu lange drin bleibt, dann gehen euch die Dinger kaputt. Ja? Ihr seht, die werden dann, das Plastik wird dann ganz weich und ja, wenn man dann halt sich die wieder schön biegt, dann sind die nachher auch wieder super, wenn die erkalten. Seht ihr, die sind jetzt schon wesentlich gerader wie eben. So, ich bin dann mal nach draußen gegangen, weil hier das Licht wesentlich besser ist, um euch mal zu zeigen, ja, wie er jetzt aussieht. Dreck ist größtenteils runtergegangen. Hier und da ist noch ein bisschen was dran. Das müsste ich mal gucken, wie ich das auch runterkriege. Farbabrieb hält sich eigentlich in Grenzen. Ich hatte eigentlich gedacht, das wäre mehr. Hier am Headset oder was das ist, da ist ein bisschen was ab. Und an der Brustpanzerung. Aber ansonsten sieht er eigentlich noch richtig relativ gut aus. Dafür, dass er so dreckig war. Na komm, stell scharf. So. Ja, da brauche ich eigentlich gar nicht so viel machen. Was mich gewundert hat. Also da habe ich ihn, glaube ich, ein ganz gutes Schnäppchen gemacht. Ich habe jetzt für den Blade hier bei eBay 15 Euro. Plus Versand nochmal 3,90 Euro, glaube ich, bezahlt. Also wenn man sieht, was da sonst so für genommen wird, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Und
Der Zustand geht ja eigentlich noch. Ach so, übrigens, Blade, keine Beingummis. Sehr schön. Ne? Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir draus machen. Also, so sieht der eigentlich ganz gut aus. Ja, jetzt sind wir dabei, ein paar kleine Ausbesserungen zu machen. Ich mische hier gerade die Farbe. Ich benutze übrigens fast ausschließlich Citadel und Vallejo Farben. Ja. Ist gerade ein bisschen schwierig mit der Kamera hier, aber ich wollte euch das halt ein bisschen zeigen. Also, Farbe haut jetzt so hin. Das sind halt nur ganz kleine Ausbesserungen. Ein Punkt und schon ist. Das ist übrigens meine Tochter, die ist gerade am Spielen. Jo. Da ist die Brustpanzerung schon soweit. Ein paar Kleinigkeiten da unten noch. So. Gut, ich zeige euch jetzt nicht alles, ich wollte nur noch mal kurz zeigen, wie ich das mache. Jetzt weiß man nochmal von nahen. Also wenn das wegtrocknet, sollte man da eigentlich nichts mehr sehen. Macht dann noch ein paar Kleinigkeiten im Gesicht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da ist ja der fertige Blade. Ich habe weniger machen müssen, als ich gedacht habe. Umso besser. Also nach der Waschung oder nachdem ich ihn sauber hatte, war ich doch erstaunt, in was für einen guten Zustand der eigentlich noch ist. Also habe ich nur ein paar Kleinigkeiten nachgebessert. Aber so steht er doch schon wieder gut da, finde ich. So kann man ihn in die Vitrine stellen. Ich drehe ihn nochmal um. Glätze jetzt natürlich wie eine Speckschwarte, weil ich ihn gerade eingeölt habe. Aber ich glaube, so kann man lassen. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder. Alles Gute dann. Ciao.